Ich bin der Christian Mattis und an der Musikschule Weigau arbeite ich seit fast 20 Jahren. Bin Direktor, Klarinettenlehrer und Dirigent. Ich denke, Musik für einen Mensch ist immer etwas Individuelles. Musik kann man anderen auch Freude machen. Musik ist eine Sprache, die man überall auf der ganzen Welt versteht. Also mit Musik kannst du dich irgendwo verbinden. Und gerade in der heutigen Zeit ist das, glaube ich, wieder ein Thema, wo vielleicht alles wieder ein bisschen separater wird, wo es komplizierter wird, könnte man mit Musik schon Brücken aufbauen, denke ich. Es gibt im Walgau eine wahnsinnige Vielfalt an musikalischem Leben. Und am meisten Bezug hat man da natürlich zu Musikvereinen, zu Chören, zu Musikschulen. Im Walgau gibt es 3 Musikschulen. Das ist, ich fange chronologisch bei der ältesten quasi an, ist die Musikschule Brandnertal. Dann ist gleich ein Jahr später die Musikschule Walgau gekommen. Und die jüngste der 3 Musikschulen ist Blumenegg-Großwalsertal. Musikschulen haben auf der einen Seite eine bildungspolitische Aufgabe. Also wir sind heute in der Volksschule zum Teil sehr viel schon drin, mit der Volksschulkooperation. Das bedeutet, dass wir den Volksschulunterricht mitgestalten dürfen. Das ist ganz ein wesentliches Element mittlerweile vom Musikschulunterricht. Wir haben aber natürlich auch die ganz normalen 30 bis 40 Fächer, Gesang, E-Gitarre, Blockflöte, alles Mögliche, was man bei uns lernen kann. Also das ist die bildungspolitische Sache. Aber wir haben auch eine kulturell-politische Geschichte, wo einfach bedeutet, dass wir jeden zweiten, dritten Tag ein Konzertle haben. Großveranstaltungen haben, in der Gemeinde dienen zum Beispiel auch, wenn sie irgendetwas haben, das mitgestalten dürfen und da auch als Kulturveranstalter agieren dürfen. Es ist so, dass viele Blasmusikvereine natürlich früher sehr ans Kirchliche gebunden gewesen, im kirchlichen Ablauf, dass das mit der Zeit dann auch immer weltlicher geworden ist. Und viele, gerade in der kleinen Gemeinde, ist es so, dass natürlich, da gibt es nicht 5 Kulturvereine, oder? Da hat natürlich der Blasmusikverein oder der Chor ganz eine wichtige Funktion, auch im kulturellen Zusammenleben der Gemeinde. Ich finde es sensationell, dass es im Walgau wirklich vom Vokalensemble, wo 3, 4 miteinander wunderbar singen, bis zum großen Chor, bis zum Männer-, Frauen-, Kirchenchor, dass es da wirklich fast alles gibt. Also da gibt es eine wahnsinnige, bunte Vielfalt. Ich höre oft, ich bin unmusikalisch. Und ich sage dann zu den Leuten immer, das Erste, was ein Kind tut im Leben, das ist schon mal ein Schrei laut. Und in dem Schrei ist eine Melodie dabei. Es ist die persönliche Stimme, die dich schon als Mensch identifiziert. Wenn man diese Stimme vervielfältigt, wenn man anfängt zu singen, wenn man Musik macht im Walgau, dann wäre das das Schönste an Zusammengehörigkeit, das es eigentlich gibt.